Yes, yes, liebe Friends, was geht ab bei euch? Ich hoffe, euch allen geht's gut. Hier mal eine Videobotschaft für euch, für meine Community, die hier mich zahlreich unterstützt, die immer hier die Videos sich anschaut. Für euch, meine Lieben, ja, was soll ich sagen? Ey, mir fehlen die Worte. Mir fehlen echt die Worte. Das Jahr ist vorbei. Also das Jahr neigt sich dem Ende zu quasi. In ein paar Stunden ist Silvester. Heute mal kein Streaming-Highlight. Ab morgen natürlich 18 Uhr zur gewohnten Zeit stürfen wir wieder. Heute mal einfach nur ein paar Worte an euch. Ja, einfach mal ein bisschen Revue passieren lassen. Was ist im letzten Jahr geschehen? Was ist passiert? Was ist geschehen? Ich hab's nicht kommen sehen. Freunde, also ich muss ehrlich sagen, vielen, vielen Dank für den krassen Support. Wir haben ja März, glaube ich, März haben wir wieder angefangen zu streamen. In etwas weniger als einem Jahr haben wir die 100.000 Abos geknackt, sind sogar weit drüber, mittlerweile gehen auf die 130 zu. Es ist unfassbar, es ist unglaublich, was wir hier zusammen aufgebaut haben. Ich bin selber überwältigt, also damit hätte ich selber nicht gerechnet. Ja, muss euch sagen, ey, das Jahr hatte für mich natürlich auch Höhen und Tiefen. Mal lag ich am Boden, mal waren wir ganz oben. Freunde sind gekommen, Freunde sind gegangen. Ich muss euch ja nicht erklären, dass einige mich da, wie sagt man auf Deutsch, in den Stich gelassen haben, links liegen gelassen haben. Und sich dachten, so, das Schiff geht unter, jetzt steige ich auf das Rettungsboot. Ja, aber wie ihr mich kennt, Sinanji braucht kein Rettungsboot. Ich lenke das Schiff immer aus der Welle raus. Ich küsse euer Herz, aber ohne euch hätte ich das trotzdem auch nicht geschafft. Deswegen vielen, vielen Dank für den ganzen krassen Support. Danke an meine wahren Brüder, danke an die Jungs, die mich unterstützen. Wenn ich jetzt anfange, Namen zu nennen, werde ich bestimmt ein, zwei vergessen. Deswegen lassen wir das einfach. Und ja, wie gesagt, Höhen und Tiefen. Es gab Zeiten, da war ich wirklich, Freunde, sage ich euch, wie es ist, ich war in so einem Strudel gefangen, ja, in so einem Treibsand. Ich habe gedacht, da komme ich nicht raus, ey, so alles zu viel. Mein Kopf war wirklich gefickt. Rap-Karriere, Twitchen, Videos drehen, Entertainment machen, das war ein Haufen Arbeit. Aber Gott sei Dank haben wir uns da aufgepäppelt und uns ein kleines Team aufgebaut. Ich habe ja zum Beispiel jetzt auch den Bruder Gazi mit am Start, mit an Bord, den ich auch schon vor seiner Haftzeit, bevor er so liebevoll von euch empfangen worden ist, schon promoted, schon bevor er rausgekommen ist. Und dafür bin ich auch sehr dankbar, dass ihr den Jungen gut aufgenommen habt. Ich denke mal, da habe ich auch ganze Arbeit wieder geleistet. Und auch, wenn ich das nicht mehr vorhatte, meine Kraft in einen neuen Menschen zu stecken, da ich in der Vergangenheit da auch schon ein bisschen auf die Fresse gefallen bin, will ich jetzt nicht weiter auf das Thema eingehen. Aber ja, aber Gazi ist halt mein Bruder von klein auf und ich liebe ihn sehr. Und ich bin sehr froh, dass er von euch auch sehr herzlich aufgenommen worden ist. Und wir werden da auch definitiv noch einiges zusammen machen. Ich freue mich. Der Junge hat auch sehr krasse Songs gemacht, die wir da auch pushen werden und machen werden und bla bla bla. Alles das, was dazu gehört. Diese ganze Rap-Gelaber, ja. Und ja, ey, es ist geil. Die Kombi stimmt, alles stimmt. Ihr seid zufrieden, wir sind zufrieden. Wir werden weiter Gas geben. Auch an der Stelle liebe Grüße an meinen Bruder Gazi. Ja, Beef mit Mo Abdallah, Beef mit Bösemann. Was hat dieses Jahr nicht alles uns, wie sagt man, offenbart? Ey, ey, ey. Kampf mit Bösemann hatten wir, Stadion voll gemacht, Frieden geschlossen, eine gute Freundschaft bis jetzt gepflegt. Mit Mo Abdallah quasi dasselbe Spiel in diesem Jahr. Noch eine Schippe draufgesetzt, eine größere Halle vollgemacht. Unendlich dankbar, auch danke an alle, die auch sich wirklich dort Tickets gekauft haben, dort hingekommen sind. Danke an Universum auch natürlich. Ja, also ich bin wirklich, es ist geisteskrank. Es ist geisteskrank, was wir da bewerkstelligt haben, ja. Ey, Mann, ey, ich habe Tyson getroffen dieses Jahr. Wollt ihr mich ficken, Alter? Sag mal ganz ehrlich, ich habe Tyson getroffen. Plus ich habe Tyson Security gemacht durch die Brüder noch.
Nichts ja? ist unmöglich. Nichts ist unmöglich. Ja, ich war der Rücken von Tyson Yatim. Ja. Ihr wisst das ja auch. Alle, die meine Streams verfolgen, alle, die mich selber auch verfolgen, wissen ganz genau, dass es mein größter Wunsch, mein Traum einfach war, Mike Tyson zu treffen. Und ich schwöre euch, als ob Gott mich erhört hat und mir Tyson einfach nach Deutschland schickt und wir dort Gott sei Dank ein, zwei Kontakte hatten, die auf ihn aufgepasst haben. Danke auch an diese Brüder. Ja. Puh. Was soll ich sagen, ey, Freunde? Also es ist ein turbulentes Jahr gewesen, ein sehr, sehr turbulentes Jahr. Wir haben natürlich auch die Box-Doku rausgebracht. Auch hier nochmal, es hat angefangen als einen kleinen Vlog. Okay, so, ich gehe Training, dann Kampf, so. Aber die Aufnahmen waren so geil, das sah so aus wie ein Kinofilm, Alter, dass wir gedacht haben, ey, lass einfach weiter filmen. Und gucken, wo das hinführt. Irgendwann haben wir gedacht, ey, lass eine Vlog-Doku machen. Das gab es so noch gar nicht in der Länge so. Und dann ging das so weit, dass das einfach so eine geile Dokumentation geworden ist. Und es geht auch gar nicht bei der Doku um diese zwei Kämpfe an sich. Es geht einfach nur darum, symbolisch gesehen, von Knast zum Boxchamp einfach, dass man von unten nach oben schaffen kann. So. Ich bin jetzt natürlich nicht der beste Boxer oder so und ich bin bei weiß Gott jetzt auch kein Box-Champion in dem Sinne. Aber ich bin ein Champion in dem Sinne, da muss ich mich nur mal selber loben, das ist nur mal so, weil ich ein geiler Kerl bin. Aber ich sehe mich halt selber als in der Sache als Champion, dass ich einfach innerhalb von 6 Monaten mir Boxen so ein bisschen besser beigebracht habe, eine 14.000er Halle voll gemacht habe. Man, die Klitschkos haben das nicht mal voll gemacht, Armin Koi. Gepriesen sei die Klitschkos. Nein, aber man muss schon sagen, wir haben einfach mit Boxen so eine Halle voll gemacht. Digga, ich bin ja kein Boxer und kämpfe da gegen einen Profi, mache eine Halle voll und das macht mich zu einem Champion einfach. Da muss ich nicht gegen den gewonnen haben oder was auch immer. Da geht es gar nicht um Sieg oder Niederlage. Natürlich wäre das noch geiler gewesen, hätte ich 20 Kämpfe gehabt und dann eine Doku drehe, klar, aber ich bin nun mal ja kein Boxer. Das kommt ja dazu. So. Ich bin ja gar kein Boxer. Das heißt, ich kann auch nicht noch 20, 30 Kämpfe machen. Das wird die Zeit uns nicht geben. Es könnte sein, dass ich morgen schon diese Erde verlasse. Es kann sein, dass ich übermorgen schon nicht mehr vom Bett aufstehe und vielleicht wird ertrauert um mich vielleicht. So. Und ich nutze die Zeit, die ich habe und arbeite einfach so schnell ich kann und so gut ich kann einfach, um euch zu unterhalten, um euch das Bestmöglichste vielleicht noch hier und da mitzugeben. Diese Doku war einfach ein Motivationspush für jeden von euch, ob er Fußballer ist, ob der, egal was er ist, sodass man einfach das ernst nimmt. Und ich wollte euch mit der Doku zeigen, dass ich den Kampf ernst auch genommen habe und auch wirklich zum Training gegangen bin und auch wirklich morgens aufgemacht bin wie ein Irrer. Und zu der Morgenseinheit gegangen bin und abends noch mein Universum Fit Gym in Dortmund gewesen bin mit den MMA-Leuten und dort auch mal locht habe. So, das wollte ich euch damit zeigen. Und deswegen habe ich das einfach ganz behindert genannt, ganz strikt und einfach, Digga, von Knast zum Boxchamp. So, und das Ding ist ja auch in dem Song, der ja auch der Einlauftitel, da ist auch eine Line mit Boxchamp. Und das hat dann einfach gepasst, ja. Das heißt, für diejenigen, die jetzt denken, ich bilde mir jetzt ein, ich wäre jetzt voll der Box-Champion, dann muss ich euch enttäuschen. Ja? Ich bin Weltmeister. Ne? Aber ich hoffe, also die verstehen, verstehen. Und die da was auszusetzen haben, sollten sich mal erstmal die komplette Doku sich reinziehen, damit die auch verstehen, was ich meine und was überhaupt hinter diesem Film steckt. Ja? Aber wie gesagt, da sollte jetzt hier keine Hate-Nachricht sein an irgendwelche Hater. Mir ist das sowieso jetzt auch Schnee von gestern, aber das war einfach nur für mich wichtig, das auch nochmal klarzustellen, einfach damit ihr wisst, dass euer Bruder Sinan euch das Bestmöglichste mitgeben möchte. Ja, ja, wieder mal habe ich hier viel gequatscht. Natürlich, ich muss das Video auch strecken, sonst verdiene ich kein Geld. Klickt fleißig drauf. Naja, aber wie gesagt, Freunde, ihr könnt alle auch, also ihr seid auch alle Champion. Merkt euch das, ihr seid alle Champion. In dem, was ihr tut, gebt Gas und seid ihr wahre Champion. Ihr müsst keine Box-Champion sein, aber ihr könnt Champion in der Schule sein, ihr könnt Champion bei euch in der Familie sein. Seid
seid für eure Familie da. Wenn du ein wahrer Mann bist, der für seine Familie sich Zeit nimmt, dann bist du ein Champion. Okay? Ihr braucht keine Medaille mit nach Hause zu bringen. Nein, nein, nein. Ihr müsst nur ein gutes Herz haben. Und ein gutes Herz spricht am Ende immer für sich. Okay? Seid keine Heuchler. Seid ehrlich zu euch selber vor allen Dingen. Wenn ihr in der Vergangenheit irgendwie gescheitert seid, nehmt das nicht irgendwie mit ins neue Jahr. Versucht das einfach abzulegen. Boom, bang, hat nicht geklappt. Scheiß drauf. Neues Jahr, neues Glück. Richtet euch darauf ein, dass das nächste Jahr vielleicht besser wird. Es kann auch schlechter werden, aber es hängt von euch ab, was ihr draus macht. Seid fokussiert, gebt Gas, kommt gut ins neue Jahr, bleibt bitte gesund, das ist das A und O, wir nehmen alle kein Geld mit. Ja? Seid fokussiert auf euch selber, nutzt eure Zeit, die ihr habt auf der Erde, verbringt die mit Menschen, die ihr liebt, vor allen Dingen, das ist sehr, sehr wichtig. Glaubt mir, die Zeit ist vorbei. Ich werde nach wie vor weiter Gas geben, liebe Freunde. Wir werden im neuen Jahr natürlich mit Musik starten. Unter anderem wird Gazi releasen. Ich werde sehr viel releasen, ich habe sehr viele Songs im Petto. Wenn videotechnisch, ich mache ja auch viele Comedy-Videos mit einigen. Also es wird sehr viel von mir kommen und ich habe Spaß an der Sache, Freunde. Und ich feiere das, dass ihr das feiert. Wir werden da sehr viel Gas geben, werden Videoclips drehen, wir werden auch wahrscheinlich noch hier und da so weiter so Doku-Sachen machen. Viele schreiben mir auch, ey, schreib mal ein Buch oder dreh mal einen richtigen Film. Habe ich auf alles Bock, wir müssen halt nur zu dem richtigen Zeitpunkt dann auch das irgendwie umsetzen können. Ich habe jetzt natürlich gegen Ende des Jahres, haben wir noch mal mit Universum auch geguckt für neue Kampfgegner. Da sind wir auch dran, liebe Freunde. Wir haben natürlich diese 10 Millionen Euro Geschichte mit Jake Paul. Viele halten das für einen Witz, aber da kann ich euch schon mal sagen, das ist kein Witz. Also wenn wir hier bei Real Talk sind, der Ismael setzt 10 Millionen, Alter. Wenn Jake Paul kommt, investiert er 10 Millionen. Das wären dann 5 Millionen Gage. Und das wäre natürlich Töfte. Im jeden Fall, ob Jake Paul gewinnt oder verliert, das ist uninteressant, kriegt er seine 5 Mio. Und es ist wirklich, Freunde, es ist nicht unrealistisch, dass man das wahrnehmen kann. Jake Paul hat einen Kampf für 3 Millionen angenommen. Und diese 3 Millionen, soweit ich weiß, kriegt er auch nur, wenn er gewinnt. Wenn er da schon Ja gesagt hat, warum soll er bei einem Fünfer, der safe ist, nicht zusagen? Und hier geht es auch nicht darum, ob ich den weghaue oder nicht. Juckt keine Sau. Es geht einfach nur um den Faktor, ich kämpfe gegen Jake Paul, Alter, Digga, wie geil wäre das? Wenn ihr mich da unterstützen möchtet, wenn ihr da Bock drauf habt, ballert den Jake Paul mit Nachrichten voll, schickt ihn meine Seite, sagt, ey, du Kopf, komm nach Alemannia, hol dir dein Geld ab, aber halt die Fresse. Komm, fight der Maniac, habe ich den heute noch oder gestern habe ich den geschrieben. Ne, deswegen kommt, gebt Gas, liebe Freunde, danke für euren Support. Und nochmals von mir, alles Gute für das neue Jahr. Einen guten Rutsch wünsche ich euch. Bleibt bitte gesund. Grüßt mir eure Familien ganz lieb. Und wir sehen uns wie gewohnt um 18 Uhr auf dem Streaming-Highlight-Kanal. Hier eine Umarmung für euch. Eine imaginäre Umarmung. Und natürlich, weil der ein oder andere immer fragt, hier imaginäre Tangas auf euch. Ganz viele Tangas. Ja, hier. Nicht alle auf einmal verwenden. Ja. Buttermilch ist genug für alle da. Lisa Anne ist, ihr wisst, eine Buttermilchmaschine. Ich habe nur Buttermilch für alle. Auf jeden Fall, ey, Freunde. Wir sehen uns im neuen Jahr. Ihr wisst Bescheid. Sinanji, the motherfucking house. Bow.